Hallo ihr Helden, auf einen von euch wartet heute wieder eine richtig coole Überraschung, aber auch eine echte Herausforderung. Sie oder er darf heute nämlich Bagger fahren. Ja, ihr habt's richtig gehört, es geht um dieses Riesenteil hier heute. Und Baggerfahren ist ja normalerweise nichts für Anfänger, bei Dein großer Tag aber schon. 50 Tonnen wiegt dieses Megateil, so viel wie 30 Autos. So einen Riesenbagger einmal selbst steuern zu dürfen, davon träumen viele. Für einen von euch wird dieser Traum heute wahr. Bis jetzt hat er aber noch keine Ahnung, dass er von uns für dieses Abenteuer ausgewählt wurde. Ich bin jetzt hier beim Fußballplatz vom RSK Esslingen. Und wie ihr sehen könnt, ist der Fußballplatz im Moment noch leer. Das wird sich aber gleich ändern. Denn hier kommt gleich die Mannschaft zum Trainieren her. Und da ist auch der Junge dabei, den ich heute überraschen werde. Und das ist Noah. Um ihn heimlich zu beobachten, haben wir vor dem Training versteckte Kameras aufgebaut. Noah trainiert schon ganz fleißig und er hat überhaupt keine Ahnung, dass wir hier sind. Und wir tasten uns jetzt langsam nach vorne. Ich bin schon total gespannt, wie Noah gleich reagiert, wenn wir ihn überraschen. Hallo! Könnt ihr mir helfen? Ich suche einen ganz bestimmten Jungen und der heißt Noah. Wo finde ich den? Da, Noah, da bist du ja. Komm doch mal her. Hast du eine Idee, warum ich hier bin? Hi. Hi. Ja. Wieso? Ich habe mich bei einer Challenge beworben. Wie du weißt, ermöglichen wir viele tolle Sachen. Ich habe auch ein Fahrzeug, was du fahren musst. Mhm. Willst du wissen, was für ein Auto das ist, was für ein Fahrzeug? Ja. Sollen wir gucken? Ja. Okay. Ihr dürft übrigens auch alle gucken, wenn ihr wollt. Also, gut aufgepasst. Noah, los geht's. Sie sind die Giganten der Baustelle. Haushoch und viele Tonnen schwer. Bagger. Noah, wir werden dir deinen Wunsch erfüllen. Du lernst, wie man einen 50 Tonnen schweren Bagger fährt und steuert. Am Ende wirst du große Mengen Gestein bewegen und punktgenau abladen. Du wirst zeigen, wie schnell du das lernst und ob es dir gelingt. Du hast die einmalige Chance, hier bei Dein großer Tag zum Baggerprofi zu werden. Viel Spaß dabei! Noah, was sagst du? Cool. Hast du Lust? Ja. Du bist dabei? Ja. Gut, dann, Noah, herzlich willkommen bei Dein großer Tag. Die Überraschung hat geklappt und Noah wird von seinen Freunden gefeiert. Hey, Noah! Noah, du schaffst es! Du kannst es, ich weiß es! Hey, Noah, ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, du schaffst das und ich wünsche dir viel Spaß, Noah, bei Dein großer Tag. Mit so viel Unterstützung kann Noah in sein großes Abenteuer starten. Ein paar Tage später habe ich Noah schon früh am Morgen zu Hause abgeholt. Mit an Bord ist Till, Noahs bester Freund. Er wird ihn bei seinem Baggerabenteuer begleiten. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also wir haben uns in der Schule kennengelernt und haben uns dann befreundet, waren oft Fußballspielen miteinander und hatten ziemlich viel Spaß. Und Noah, hast du dich irgendwie vorbereitet auf deinen großen Tag heute? Ja, ich habe mir halt überlegt, wie das sein wird und so. Und dann habe ich auch oft mal wieder das Spiel gespielt mit dem Autofahren. Und dann habe ich da auch ein bisschen drauf geübt. Hast du so eine Vorstellung, wie groß so ein Bagger sein könnte? Also kannst du es irgendwie vergleichen? Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Also so ein richtig großer Bagger vielleicht schon so wie eine Wohnung vielleicht oder wie ein Haus. Wir werden sehen. Und schon sind wir am Ziel angekommen. Schau mal, geil. Schau mal, geil. In diesem riesigen Steinbruch darf Noah seine Geschicklichkeit beweisen. Hier ist alles riesig. Noah und Till sind beeindruckt. Krass, ne? Ach, und das geht richtig tief runter. Wie groß das alles ist. Hier wird nur mit mega großen Fahrzeugen gearbeitet. Aber auf Noah wartet erstmal eine etwas kleinere Überraschung. So. Bisschen klein, oder? Ja, schon.
Ich habe mir Größe vorgestellt. Ich auch. Ja, also das sind jetzt keine 10 Meter. Aber Noah, irgendwie anfangen musst du ja. Du musst es ja erst mal lernen. Keine Sorge, da kommt noch ein viel größerer Bagger. Und da ich das Teil nicht bedienen kann, haben wir natürlich einen Experten, der euch das beibringt. Beziehungsweise dir, Noah. Und da kommt er schon. Er liebt schwere Maschinen und hat schon als 8-Jähriger mit dem Baggern angefangen. Sascha wird heute Noahs Baggerlehrer sein. Ein cooler Typ. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin der Sascha. Ich bin der Noah. Till. Hallo. Habt ihr Bock zum Baggerfahren? Ja. Soll ich es dir beibringen? Ja. Gut. Aber vorher Sicherheitskleidung. Ohne feste Schuhe, leuchtende Warnwesten und Helme darf sich hier niemand aufhalten. Jetzt wird sich zeigen, wie Noah mit dem Baggerfahren klarkommt. Sascha erklärt, warum das gar nicht so einfach ist. Das Schwierige am Baggersteuern ist die Koordination von den Händen, von der rechten und von der linken Seite. So. Und Till, was meinst du? Kriegt Noah das hin? Ist er so ein Schnellchecker oder dauert das richtig lange? Auf jeden Fall, der versteht viel und ziemlich schnell. Zum ersten Mal in seinem Leben steigt Noah in einem Bagger. Beim Fahrwerk ist wichtig, du musst ganz vorsichtig die Hebel bedienen, ja? Mit viel Gefühl, weil sonst macht der ruckartige Bewegungen und das wollen wir heute nicht, ja? Beide Hebel vor, fährt der Bagger nach vorne. Okay. Beide Hebel zurück, fährt der Bagger rückwärts. Okay. Jetzt machen wir Maschine an. Noahs Abenteuer beginnt. Also, jetzt fahrst du mal ein Stück vor. Genau. So, jetzt mach mal Stopp. Einwandfrei. Jetzt nach hinten, rückwärts. Beide Hebel vorsichtig nach hinten. Je mehr du die Hebel ziehst, umso schneller wird das Laufwerk. Sieht ziemlich leicht aus, aber Noah muss sich voll konzentrieren. Man muss ja links und rechts was machen. Wenn man es sich gut einprägt, dann geht es leicht. Wenn man jetzt so alles gleich ausprobieren will und alles schnell machen will, dann geht es nicht so leicht. So, und jetzt üben wir mal die Drehbewegung. Den linken Hebel sanft nach vorne. Okay. Okay? Gelenkt wird der Bagger, indem nur eine der beiden Raupen bewegt wird. Noah macht das mit viel Gefühl. Till, bist du froh, dass du jetzt hier mit mir stehst und zuschauen kannst aus sicherer Entfernung? Oder würdest du auch lieber mit Noah tauschen und da drin sitzen? Ich würde beides gerne machen, aber außen ist es auch cool. Till und ich bauen einen kleinen Parcours auf, um das Ganze für Noah etwas schwieriger zu machen. Er muss jetzt mit dem Bagger Slalom fahren. Und so langsam beginnt Noah, sich als Baggerfahrer richtig wohlzufühlen. Wenn man in so einem Mini-Bagger sitzt, dann fühlt man sich schon auch ein bisschen erwachsen, weil man mit den Hebeln, da kann man sich auch ein bisschen cool fühlen oder so, dass man da drin sitzt. Till hatte recht. Noah ist wirklich ein Schnellchecker. Also der erste Schritt ist schon mal geschafft und ich finde, Noah stellt sich richtig, richtig gut an. Was man noch über Noah wissen sollte, das seht ihr jetzt. Hallo, ich bin Noah, bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Papierhäuser bauen, Fußball spielen und Klavier spielen. Zu meiner Familie gehören mein Papa Stefan, meine Mama Verena und mein Bruder Joshua. Am Wochenende kommt immer meine Schwester Gina und ich mag sie sehr, weil sie mir immer Tipps gibt, wie ich meine Frisur machen soll oder wie ich mich anziehen soll. In unserem Garten steht ein großes V-Haus. Das haben ich, Joshua, Papa und Mama gemacht. Ich und der Joshua spielen oben gerne Restaurant und kochen. Und dann finden wir es halt immer cool, wenn da so jemand anruft und einen Tisch reserviert. Was ich auch richtig gut finde, sind Papierhäuser basteln, weil ich später mal Architekt werden will. Und ich glaube, das liegt mir irgendwie gut im Blut. Ich klatsche gerne mit Fußballkarten, besonders auch mit Till. Ja. Ich und Till sind uns ähnlich und wir haben eigentlich auch die gleiche Art. Und deswegen sind wir so gut befreundet. Noah ist ein guter Freund, weil man kann mit ihm alles machen, reden, spielen und Quatsch machen.
Till ist, glaube ich, die richtige Begleitung, weil er mir Mut macht und weil er mich, glaube ich, gut anfeuern kann. Zurück im Steinbruch. Inzwischen fährt Noah schon fast so sicher wie ein Profi. Aber zum Baggern gehört doch noch mehr dazu als nur fahren, oder Till? Ja, das Baggern mit der Schaufel auch. Aber wenn es genauso einfach wird wie beim Fahren, schafft er das. Das glaube ich auch. Aber vorher gucken wir uns noch an, wie das überhaupt geht. Einen Bagger steuert man mit nur zwei Joysticks. Mit dem linken Joystick dreht man die Kabine nach links oder rechts. Mit dem rechten Joystick senkt oder hebt man den Ausleger. So nennt man den Baggerarm. Linker Joystick nach vorne und der sogenannte Stiel wird ausgefahren. Drückt man den rechten Hebel nach rechts, öffnet sich die Schaufel. Hebel nach links und sie schließt sich wieder. Wenn man all diese Bewegungen gleichzeitig machen muss, wird das plötzlich ganz schön schwierig. Du nimmst jetzt beide Hände an die Hebel. Einer so, der andere so. Arme ganz locker lassen. Die müssen entspannt sein, ja? Dass du die Hände richtig bewegen kannst. Jetzt kommt dieser Hebel. Wenn du den Hebel zum Kameramann rüber bewegst, kippt die Schaufel aus bis zum Anschlag. So? Jetzt wieder so? Übt es ruhig ein paar Mal. Halt, du lasch gerade den Oberwagen ab. Du darfst den Joystick noch nicht nach vorne. Okay. Du darfst nur die Seitebewegung machen. Meinst du, kannst da unter Material aufnehmen mit der Schaufel und die Schaufel voll machen? Versuch's, ich kann. Probier's. Ganz vorsichtig. Nicht nervös werden, das passiert gar nichts. Den Löffel rum? Genau, richtig. Prima. Wahnsinn, wie schnell Noah es lernt, mit diesen vielen Bewegungen klarzukommen. Er wird immer sicherer. Also es war ein schönes Gefühl, dass ich die Schaufel so bewegt habe. Und das war auch ein schönes Gefühl, dass ich das kann und alles. Weiter rum? Einkippen? Ja, ja. Meinst du, du würdest das auch so schnell hinkriegen? Nee, glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Nee, glaube ich nicht. Das übst jetzt ein paar Mal. Aber das Gefühl hast du dafür. Das ist wirklich gut. Du hast das wirklich im Gefühl. Nach nur einer Stunde Training bedient Noah den Bagger wie ein Profi. Auch Sascha ist beeindruckt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Noah. Er hat Feingefühl für die Maschine. Hätte ich gar nicht am Anfang gedacht. Das macht er wirklich sehr gut. Also muss man sagen, top. Nach so viel Lob hat sich Noah eine Pause verdient. Auch sein bester Freund Till ist stolz auf ihn. Von außen sieht's richtig gut aus, wie der Noah schon im Bagger fährt. Respekt. Respekt. Wir haben dich beim Fahren beobachtet, Noah, und uns ist aufgefallen, dass dein Gesicht ungefähr so aussah. War das dein konzentriertes Gesicht? Ja, schon. An was musstest du alles denken? Ja, die verschiedenen Griffe und wie man das alles steuert. Weil ein Griff hatte halt mehrere Funktionen. Hat dir das eigentlich geholfen, dass du im Vorfeld so viel dein Spiel da irgendwie fahren geübt hast? Ja, weil da muss man auch flüssige Bewegungen mit dem Lenker machen und nicht so ruckartig, sonst würde das Auto immer stoppen. Ja, und das muss man beim Bagger eben auch. Und das hast du gut hinbekommen mit dem kleinen Bagger, das haben wir gerade gesehen. Aber das war ja noch nicht alles, denn das ganz große Ding, das kommt jetzt. In diesem Monster ist bisher noch kein Kind gefahren. Mit über 50 Tonnen ist dieser Bagger mehr als 1000 Mal schwerer als Noah. Hallo Sascha! Hallo! Und schon größer, oder? Ja, viel größer. Cool? Ja, richtig. Kriegst du das hin? Weiß ich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein großer Bagger ist. Ja, und von nahem sah halt noch mal richtig groß aus mit der großen Schaufel. Die war ja so wie ich. Komm hoch, ich helfe dir. Noah wagt sich auf den Monsterbagger. Im Grunde ist die Steuerung genau gleich wie beim kleinen Bagger. Okay. Es hat sich nichts verändert, ja? Hauptarm hoch, genau.
So, und jetzt dreh ich in diese Richtung nach rechts rüber. Wahnsinn! Noah steuert das Riesengerät ganz allein. Schneller drehe, wenn du willst. Also, wenn man dann im Bagger drin sitzt und es wackelt richtig von allen Seiten, dann kriegt man da schon ein bisschen Angst, weil dann denkt man, man stürzt irgendwie ab oder so. Und das ist ein großes Gerät und dann hat man da schon ein bisschen Angst. So, und jetzt probierst du, das Material unter, so wie wir es letztes Mal gemacht haben, aufzunehmen. Auch wenn es von außen recht einfach aussieht, das Gewicht des Baggers und der Ladung macht ein mulmiges Gefühl. Boah, das macht einen Krach. Ja. Als ich den Riesenbrocken mit der Schaufel rausgeholt habe, weil der ja auch schwerer war und das hat dann so geknackst und alles, dann hat man schon ein bisschen Angst bekommen. Aber Noah beweist Mut und Konzentration. Zeit, ihm eine neue Herausforderung zu bieten. Noah, diese Aufgabe habe ich mir für dich ausgedacht. Du sollst Gestein auf 3 verschiedenen Flächen abladen. Die Flächen liegen in unterschiedlicher Entfernung zum Bagger. Das macht es schwieriger. Damit es noch spannender wird, gebe ich dir für diese Aufgabe genau 3 Minuten Zeit. Drei Minuten. 3 Minuten sind nicht viel. Ja. Es wird schwierig auf jeden Fall. 3 Minuten sind knapp, aber ich bekomme da hin. Glaube ich auch. Bist du bereit für deinen großen Tag? Ja. Na dann, ab nach Hause mit euch beiden. Ja. Denn morgen ist es soweit. Ihr müsst euch beide ausruhen. Schlaft gut, ich schicke euch jetzt nach Hause. Okay. Ab ins Auto mit euch. Okay. Und wir sehen uns morgen in aller Frische, okay? Ja. Ja. Alles klar, tschüss. Tschüss. Till und Noah dürfen sich jetzt noch mal ausruhen, müssen Kräfte sammeln für morgen. Denn da ist Noahs großer Tag. Und hier wird nicht gepennt. Wir bereiten jetzt alles vor für seine große Aufgabe. Auf diesen Flächen soll Noah morgen das Gestein abladen. Um genau zu sehen, wie gut er das schafft, bringen wir auch am Arm des Baggers kleine Kameras an. Am nächsten Morgen. Noahs großer Tag beginnt. Hoffentlich haben er und Till gut geschlafen. Denn heute dürfen sie beide zeigen, was sie drauf haben. Noah, hi. Till. Hi. Gut, dass ihr da seid. Kommt doch einmal auf meine Seite, Till. Wie ihr beiden ja wisst, hast du exakt 3 Minuten Zeit für deine große Herausforderung. Mhm. Du hast selber gesagt gestern, das ist ganz schön knapp. Ja. Deswegen hast du jetzt, Till, die Möglichkeit, Zeit dazu zu gewinnen. Ich habe ein Blitzquiz dabei. Okay. Und für jede richtig beantwortete Frage gibt es 20 Sekunden zusätzlich dazu für dich. Okay. Okay? Bist du bereit, Till? Ja. Du darfst nicht helfen, Noah. Okay. Till schafft das auch alleine. Okay. Also, los geht's. Gut aufgepasst, Till. Hier ist deine erste Frage. Was isst Noah am liebsten? Pizza. Richtig, 20 Sekunden. Zweite Frage. Wie heißen Noahs Geschwister? Gina und Joshua. Richtig, nochmal 20 Sekunden. Letzte Frage. Welchen Fußballer mag Noah am liebsten? Ronaldo und Werner. Ronaldo reicht schon. Alle Fragen richtig beantwortet. Sehr gut, Till. Das bedeutet, 60 Sekunden gibt's noch mal obendrauf. Okay. Zwei Freunde, die sich sehr gut kennen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen beruhigt, weil Till ja mir noch eine Minute quasi gegeben hat. Und jetzt glaube ich, dass ich es schon ein bisschen mehr schaffe. Ich bin schon aufgeregt. Ja. Aber ob das wirklich reicht? Sascha ist sich da auch nicht so sicher. Ach, zack. Und viel Spaß. Das Schwierigste an der Aufgabe ist meiner Ansicht nach der Zeitdruck. Dadurch, dass er nur die 4 Minuten hat, an Zeit ziemlich schwer zum Realisieren. Konzentrier dich! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Noah, wir drücken dir die Daumen! Das ist dein großer Tag! Hey.
legt gleich mal ein ordentliches Tempo vor. Viel schneller als gestern. Mach die Schaufel voll. Jetzt muss Noah die erste Fläche möglichst genau treffen. Das war kein Volltreffer. Du musst ihm helfen. Ja, noch weiter vor. Weiter vor. Ist zu weit. Es geht daneben. Ja. Okay. Weiter vor, Noah. Ja. Ja. Sacken sieht sehr gut aus. Gut, gut. Ja. Und stopp. Perfekt. Er muss auf die Rote gleich noch mehr machen. Das ist zu wenig. Bei der Roten musst du gleich noch mehr machen, Noah. Okay, weiter vor. Auf dich und du kannst auch so stolz auf dich sein, Noah. Mhm. Was du hier in dieser kurzen Zeit gelernt hast, wir haben mit dem kleinen Bagger angefangen. Jetzt kannst du dieses Monsterteil hier steuern. Ja. Und du hast es geschafft. Du bist der Wahnsinn. Till, du auch. Mhm. Vielen, vielen Dank an euch beide. Schön. Und ich habe natürlich noch was für euch. Und zwar könnt ihr gleich reingucken. Einen Gutschein für einen Freizeitpark. Da dürft ihr natürlich beide geil! Hin. Geil! Und ihr könnt natürlich beide auch noch jemanden mitnehmen. Bitte schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke. Danke. Also ich bin jetzt echt erleichtert, dass ich es geschafft habe und Till hat mir richtig gut geholfen. Ich war es auch aufgeregt, weil hätte ich was Falsches gesagt, dann wäre es ja anders gewesen. Noah hat es geschafft. Mit der Unterstützung seines besten Freundes Till hat er allen gezeigt, was er drauf hat. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt und euren großen Tag erleben wollt, dann geht doch mal auf unsere Internetseite. Dort könnt ihr euch bewerben. Noah, du hast es wirklich spitze gemacht heute. Till, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ich freue mich auf euch und eure große Herausforderung. Tschüss! Tschüss.